So, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil von Unpacking. Ich habe festgestellt, beim letzten Mal ein technisches kleines Problem, aber der eine oder andere mag es gemerkt haben oder eben auch nicht, dass im zweiten Teil der Bildschirmausschnitt ein bisschen ungünstig war, um alle Details zu sehen. Aber das ist nicht dramatisch. Ich würde sowieso jetzt nochmal alle Stationen ganz sorgsam durchgehen und nochmal rekapitulieren, wo wir gerade stehen. Also, wir haben die dritte. Das dritte Jahr abgeschlossen, auch 1997, 2004 und 2007. Unter der Annahme, dass unsere Protagonistin, was wir mittlerweile wissen, zum Start des Spiels 13 Jahre alt ist, hat sie mit 20 ihr Studium angefangen und mit 23 steht sie schon so ein wenig in den Startlöchern für ein Berufsleben. Das heißt, sie zeichnet weiter professionell, beschäftigt sich da vor allen Dingen mit Tieren, sie scheint zu schreiben. Und jobbt nebenbei irgendwo im Gastrobereich, ohne dass ich jetzt genau wüsste, was sie tut. Das ist ungefähr der Stand. Sie war in Europa unterwegs, das heißt, sie scheint in Europa zu leben, war in Großbritannien, in Frankreich und in Italien, was schon gleichzeitig bedeutet, dass sie nicht in diesen Ländern lebt. Und warum ist das aus kognitionslinguistischer Perspektive interessant? Vielleicht auch noch da mal. Dazu nochmal zwei, drei Wörter. Also zum einen ist es so, dass wir anhand der Dinge, die unsere Protagonistin mit in neue Wohnungen nimmt, ablesen können, wie sich ihre Biografie entwickelt. Und wir projizieren ihre Biografie auf Basis dieser Artefakte, die sie von einer Wohnung mit in die nächste nimmt. Das Interessante ist, dass wir Menschen das immer tun. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unsere Mitmenschen intentional handeln und weisen so den Dingen, die wir sehen, Bedeutung zu und rekonstruieren daraus unsere eigenen Geschichten. Es ist nicht so, dass die Dinge uns etwas erzählen und es ist auch nicht so, dass wir die Dinge lesen könnten, sondern vor unserem eigenen Erfahrungs- und Weltwissen wissen wir, wozu man bestimmte Gegenstände braucht, was man damit tut, wie man sie kategorisiert. Und aus diesem eigenen Erfahrungswissen, das wir auch in unserem sozialen Miteinander gelernt haben, schließen wir darauf, dass es für die Protagonistin in unserer Geschichte genauso sein muss. Deswegen funktioniert auch das Sortieren dieser Gegenstände so gut, weil wir natürlich wissen, wie eine Haarbürste aussieht und weshalb wir diese Haarbürste idealerweise ins Bad legen und nicht woanders hin. Es gibt einen Gegenstand, von dem ich noch nicht so ganz weiß, was es sein könnte. Das ist dieses Waffelbackeisen scheint es zu sein, ein Sandwichmaker. Und der liegt bisher in der Küche und zieht jetzt von Mal zu Mal mit um. Weshalb ich aber diese Einordnung jetzt vornehme, ist einfach die, dass das natürlich mit vielen Dingen in unserem täglichen Leben so passiert, über die wir uns nicht verständigen müssen, die wir gemeinsam voneinander gelernt haben und für die wir auch keine Sprache brauchen. Und das macht das Spiel für das genau vor. Ja, also das heißt, wir brauchen keine Sprache, um als Medium einer Narration, um diesen Lebensentwurf vor uns aufscheinen zu sehen, sondern es reicht, dass wir die Dinge beobachten, mit der sich eine bestimmte Person, hier eine fiktive, umgibt. Und das ist das Zweite, weshalb das Ganze interessant ist. Wir entwickeln hier natürlich keine Biografie oder projizieren keine Biografie einer Person, die physisch lebt, sondern das Ganze hier ist eine Fiktion. Das heißt, wir spielen ein Spiel und für unser Hirn, für unsere kognitiven Denkprozesse macht das überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, wir achten hier auf Plausibilitäten, ja, also auf logische Konsistenz, aber wir sind auch bereit, Brüche in Kauf zu nehmen und kitten diese durch unsere Erzählungen. Und das nächste, was natürlich dadurch sichtbar wird, ist, dass dadurch, dass unser Hirn nicht entscheiden kann, ob das ein fiktionaler Charakter ist oder nicht, es spielt für unser Hirn keine Rolle, ist es auch nicht relevant, dass wir alle Hinweise, die in diesem Spiel an den Gegenständen hängen und die Gegenstände uns berichten, lesen können. Diesen selben Effekt haben Sie zum Beispiel, wenn Sie Filme schauen oder wenn Sie Musik hören oder wenn Sie eine Theaterinszenierung sehen oder ein Buch lesen.
Sie müssen intertextuelle Verweise nicht verstehen, um einen je spezifischen Wert mit einem bestimmten Kommunikat zu verbinden. Sondern es reicht aus, wenn Sie das, was Sie sehen, vor Ihrem eigenen Kategorisierungssystem einbetten und anschlussfähig machen. Nichts anderes tun Sie den ganzen Tag und dadurch lernen Sie auch unbewusst. Und das führt das Spiel von Schritt zu Schritt zu Schritt Ihnen vor. Und deswegen ist es als Anwendungsfall, als Use Case, an dem man die Wirksamkeit solcher Mechanismen lernen kann, großartig. Okay, schauen wir aber mal ins Spiel selbst. Und dazu mache ich mich wieder etwas kleiner. Nehme vielleicht noch den Spielsound ein bisschen runter. So, also wo sind wir stehen geblieben? Wir haben, das ist schon jetzt 2010, also wir sind gestartet in ihrem Kinderzimmer. Das rufe ich jetzt nicht nochmal auf. Da hat sie schon begonnen zu malen. Das nächste war die eigene Wohnung zum Beginn des Studiums. Die Vorlesung beginnt am Montag. Schön. Also herzlich willkommen im ersten Semester. Und hier haben wir schon gesehen, dass sie neue Entwürfe angefertigt hat und dass sie weiterhin leidenschaftlich gern malt. Dann sind wir hier in die, nach 3 Jahren, also 2007, da ist sie ungefähr vielleicht 23 Jahre alt, das kann man halt schlecht schätzen, ist sie in eine größere Wohnung umgezogen. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das besser erkennen kann. Sie hat angefangen zu nähen, sie hat ihre Entwürfe verweitert, sie frönt ihre Leidenschaft noch mehr als vorher, nämlich dem digitalen und dem konkreten Spiel in Gemeinschaft. Sie hat einen ersten Fernseher, auf den sie sich freut, weil sie dann Filmabende mutmaßlich mit ihren Freunden gemeinsam gestalten kann. Sie ist eine leidenschaftliche Tabletop-Spielerin, also eine Form, also Pen-and-Paper-Rollenspielerin, also das heißt eine Form des Rollenspiels, dass man gemeinsam in Großgruppen vor allen Dingen sehr, sehr lange spielt. Sie bemalt ihre Spielfiguren selbst und lebt, glaube ich, ein sehr glückliches und zufriedenes Leben. Neu ist, dass sie neben diesen ganzen Entwürfen, die man überall findet, mit verschiedenen Tierfiguren und so weiter und so fort, unglaublich produktiv gewesen ist. Das sieht man hier. Das sind also Entwürfe von, mutmaßlich Entwürfe von kompletten Büchern, die ebenfalls auf dem Cover Tierfiguren haben. Und da wollten wir uns diese zwei merken. Also es mit der goldenen Spiralbindung hat vielleicht einen anderen Stellenwert. Und sie ist ausgezeichnet worden, was das Spiel mit dem Motto markiert unter diesem Foto. Das war ein unglaublich großartiger Tag. Ich bin noch nicht so sicher, worum es geht, habe aber schon so eine Ahnung. Es hat mit Sicherheit etwas nicht damit zu tun, dass sie nebenbei in einer Fastfood-Kette arbeitet, sondern es hat mit Sicherheit etwas mit ihrer Arbeit zu tun als Gestalterin. Wobei ich noch nicht so richtig sicher bin, worauf es hinausläuft. Schauen wir aber nochmal ganz kurz hier, werfen wir nochmal einen Blick hier hinein. Das Spiel versucht vorsichtig anzudeuten, dass sich ihre Mode, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, klischeehaft verweiblicht. Also das heißt, dass sie Kleider trägt und Blusen trägt und so weiter und so fort. Und die Sportarten, die sie betreibt, haben sich geändert. Also der Fußball ist weg. Sie macht Yoga, ein bisschen Kraft und geht Frisbee spielen. Ebenfalls, wenn man schon mal drauf schaut, was weg ist und nicht mehr da. Der Zauberwürfel ist aus der Einrichtung verschwunden. Der Fußball, ein paar Plüschtiere. Was neu hinzugekommen ist, sind diese kleinen Hühner. Und was ebenfalls neu dazugekommen ist, wenn wir nochmal ins Wohnzimmer schauen, neben dem Erinnerungsstück an London und Paris, ein Besuch in Pisa, wie man an diesem schiefen Turmmodell sehen kann. Und von ihrer Reise in Italien hat sie, die sie offensichtlich sehr geprägt hat, hat sie, wir machen das mal ein bisschen größer, 3 Fotos mitgebracht, nämlich aus Florenz, Venedig und Rom. Das ist das, was man mittlerweile sagen kann. Und jetzt langsam kann man mit dem Ausschlussverfahren auch schon so raten, wo sie herkommt. Also wenn sie aus Europa ist, müssen wir mal gucken. Also Frankreich, Großbritannien und Italien scheint es nicht zu sein. Aber mal sehen, was die Reise noch bringt. Und jetzt gehen wir mal in die Albumauswahl zurück. Und
Die Änderungen möchten wir verwerfen. So, ich würde ganz gerne daran festhalten, dass ich ungefähr eine halbe Stunde spiele. Aber beim letzten Mal habe ich schon ein bisschen überzogen. Mal sehen, ob ich das diesmal schaffe. Okay, dann September 2010. Wenn ich richtig liege, ungefähr ist die Protagonistin hier 26 Jahre alt. Und wir schauen mal, in welche Wohnung sie jetzt einzieht. So. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Okay, also sie zieht aus einem Setting, das relativ familiär scheint, in ein Hochhaus, so wie es aussieht bei dem Blick aus dem Fenster. Die Wohnung ist belegt. Wir sehen, offensichtlich ist sie klischeehaft in die Wohnung eines jungen Mannes eingezogen, mit eingezogen vielleicht. Also sieht schon alles sehr fertig aus und ihre Kartons stehen daneben. Mit einer E-Gitarre, Standboxen, ja, einem Plattenspieler, einer kleinen Plattensammlung und einer Kraftstation hier. Dann sehen wir unterschiedlicher als in Röhrenradio scheint es zu sein. Das sind Controller für eine Xbox 360. Also das heißt eine fertige Wohnung, in die sie einzieht. Ja, in Schwarz gehalten, sehr modern. Mit einem Foto am Kühlschrank, das möglicherweise unsere Protagonistin zeigt und ihren Lebensabschnittsgefährten, sonst wird sie hier wohl nicht einziehen. Schauen wir mal weiter durch. Ja, sehr clean alles. Und in Grau gehalten und modern. Jetzt schaue ich mal nochmal weiter. Mit einem Fenster im Bad, durch das man auch nach draußen schauen kann. Einem Schlafzimmer. So, jetzt muss ich mal schauen. Und wo ist das Arbeitszimmer? Wo ist das Arbeitszimmer? Wo soll sie zeichnen? Wo soll sie zeichnen? Wo soll sie zeichnen? So, das ist die Stereoanlage, wie es scheint. Na gut, okay. Also ein Arbeitszimmer scheint zu fehlen. Also ein Platz, an dem sie arbeiten kann. Nur zur Sicherheit nochmal. Okay. Das mache ich mal aus. Dann versuchen wir mal anzufangen auszupacken. Da geht's schon los. So, jetzt packen wir ihre ganzen Utensilien. Das sieht aus, als ob wir sie mir dazustellen könnten. Das sind DVDs. Kann ich die. Ah, die Gegenstände kann ich verschieben. Gut. Dann kann ich ja erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, dann stellen wir das doch am besten mal hier oben hin. So Gläser, das kann man von hier oben runternehmen. Die bekommen wir vielleicht auch ein bisschen effektiver hingestellt. Ja, wir gucken mal weiter. Wir packen erstmal weiter aus. DVDs können wir ja problemlos mit dazustellen. Eine kleine Gitarre. Ah, sie hat angefangen, Gitarre zu spielen. So haben sie sich vielleicht kennengelernt. Ach nee, jetzt kommen wir jetzt nicht an hier mit der Unterwäsche. Ach, das ist doch jetzt Quatsch. Dann legen wir die erstmal hier ab. Okay, also sie zieht in ein fertiges Leben ein. Eine fertige Wohnung. Ist das ein. Das ist doch ein GameCube-Spiel, ja. Das sie da mitbringt. Jetzt stellen wir das da dazu. Die
Controller, die legen wir mal da ab. Können wir die auf die Box legen? Ja, dann legen wir die auf die Box. Da liegen sie nicht schlecht. Genau, dann stellen wir hier unsere Gamecube-Spiele dazu. Bücher hat der junge Mann gar nicht, naja. Was soll man dazu sagen? Okay, erste Kiste geschafft. Ja, Bücher fehlen. Ja, doch, da oben stehen drei. Okay, das sind doch ihre Perspektivbücher. Und das ist ja traurig. Gut, dann die stellen wir erstmal hier hin. Also das, was sie arbeitet. Das, was sie arbeitet. Sieht man nicht. Oh, da hätte ich keine Lust, da würde ich nicht einziehen. So, na, da hätte ich keine Lust. Okay. Also ganzes Leben. Packt jetzt da rein. So. Ihre Jacke passt da daneben. Gut. Ja klar, jetzt fangen wir an, die Schubladen hier zu sortieren. Ach nee. So. Also alles da rein. Alles schön weiß und grau. Ach Gott. Na gut, okay. Wo halt die Liebe hinfällt. Ich gehe jetzt mal davon aus, das wird schon alles okay sein. Gut, dann haben wir jetzt hier jedenfalls schon mal Platz für unsere Sachen. Machen wir mal im Wohnzimmer weiter. So, ihre ganzen Fachbücher, mit denen sie sich beschäftigt, müssen jetzt hier ins Wohnzimmer, ohne dass sie Platz hätte zu arbeiten. So, das ist der ganze... So, jetzt wird's interessant. Es ist mit umgezogen, das Buch mit goldener Ringbindung. So, das stellen wir erstmal hier hoch. Dann ihre Arbeitssachen erstmal hier runter. Vielleicht kriegen wir es ja zusammen eingestellt. Das würde mich ja freuen. So, das liest sie. So, ist das was Neues? Kann man nicht erkennen, aber jedenfalls ein bisschen hinterher. Neue Literatur scheint sie ja zu lesen. Okay. So, ihr Gamecube. Da kommt jetzt kommen noch Spiele hinterher. Okay, da hat sie auch kontinuierlich am Aufbau der Sammlung gearbeitet. Ja, sie spielt nicht wenig. Also sieht man, dass die Sammlung stetig wächst. Und da ist ja der Gamecube. Stellen wir dann erstmal hier hin. Das ist die 360, die schon genannte. Die kann man eigentlich auch... Na, wir stellen den Gamecube erstmal runter. Die kann man eigentlich auch hochkant stellen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt kommt das Huhn. Jetzt kommen ihre CDs, oh Gott. Okay, aus dem einen Küken sind mittlerweile schon drei geworden. Das ist eine Gitarrenschule.
Okay, na gut. Also das, was sie macht, macht sie wenigstens. Das hat Substanz. Gitarrenschule, da. Also ein neues. Darüber haben sie sich vielleicht wirklich kennengelernt. Das ist gut möglich. Ja, also über das Gitarrespielen als gemeinsames Hobby. Die Decke legen wir damit drauf. Gut, das sind ihre Entwürfe. Das ist ihr Kalender. So, und jetzt kommt noch. Das ist neu. Okay, aber da ist jetzt auch nichts. Im Vergleich zu den anderen ist nichts neu. Hier ist noch eine DVD. Ah, jetzt kommt jetzt. Okay, dann ist die Gitarrenschule. Was ist denn das hier überhaupt? Dann stellen wir die Gitarrenschule eben mit hier hoch. Das ist auch okay. Ja. Kann man auch das hier noch daneben stellen. Das scheint ja ungefähr vergleichbar zu sein, ohne dass ich weiß, was es ist. So, dann ist es auch ausgepackt. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt ihr Turm von Pisa. Der Eiffelturm. Noch ein bisschen. Das können wir da mit reinstellen. Oh, jetzt kommen die ganzen Bücher. Was soll ich das denn hinstellen hier alles? Okay. Ja, ich glaube, das ist egal, wo wir das hinstellen. Viel zu wenig Platz. Viel zu wenig Platz. So, DVD. Noch ein Skizzenbuch. Noch ein Skizzenbuch. Oh. Und da ist Großbritannien-Bus. So. Okay. Naja, schön. Der GameCube passt gut dahin. So, die Controller haben wir verstaut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das CD-Regal, wo wir das hin tun. Und das fette Buch, ja. So. Kann man das eigentlich hier hin tun? Dann können wir ja die Xbox-Spiele mit da hochstellen. Dann haben wir vielleicht Platz für die. Platz für die. Ja, super. Okay, na gut, das geht ja. Das sieht ja jetzt ganz. Ups. Ganz annehmbar aus. So, gut, okay. Was machen wir mit der Gitarre? Nein, lass mal erstmal liegen. So, schauen wir uns das nächste Trauerspiel an. Komm, das kannst du doch wohl bitte zusammenpacken hier. Das ist doch nur ein Shirt. Komm. Jetzt der leere Bügel. So, dann haben wir sehen. Also, dann haben wir das die Jacke. Okay. Wir sortieren mal. Das hat sie mitgenommen. Jetzt kauft sie Ton und Ton. Ach, jetzt geht's schon los. Schlafanzug. Gameboy hat sie noch. Und jetzt kommen ihre Stifte. Oh, ich glaub's nicht. Wo soll ich denn die Stifte hinstellen? MP3.
orangene Buch, das sie immer mitkommt, ihre Sportgeräte. Ah ne, die legen wir rüber mit zu seinem Handelturm. Da gehören die hin. Ne, nichts. Achso, nee, das kann ich nicht verändern. Ich wollte das jetzt von da oben runternehmen. Die legen wir schön mit dazu. So. Hey Leute, ich hab den Rechner noch nicht gesehen. Wo ist denn der Rechner? Oh, das sieht aber arg lädiert aus. Am Bauch genäht, am Kopf genäht. So, ich habe jetzt erstmal nur die ganze Unterwäsche einfach da rein sortiert. Okay, sie arbeitet noch an diesen. In diesem. So, da haben wir noch ein Shirt. So. Deine Hosen werden auch gelegt. Die Röcke werden gehängt. So. Okay, also sie hat offenbar, ach, ist das süß, jetzt kommt sie auch mit ihrem roten Zeug. Sie arbeitet offensichtlich nicht mehr daheim. Das kann sonst was bedeuten. Das ist neu. Kurzer Rock. Eine Bluse. So. Okay. So, wo hängen wir denn das hin? Da ist gar kein Platz an der Wand. Ich kann es doch nicht mal mehr auf den Fußboden legen. Das ist ja übel. Die Bilder kann ich nicht umhängen. Ja, aber hänge ich jetzt meine Urkunde hin? Die mir so wichtig war. Ins Bad und die Dusche vielleicht? Das ist ja. Es gibt ja keinen Platz dafür. Ja, Mädel, hast du das gut überlegt, da einzuziehen? Kann sie noch so unten drunter hängen hier? Nee, das ist nicht schön. Das ist die einzige freie Stelle. Die einzige Stelle, über die sie ihre Urkunde hängen kann, ist das Klo. Das gibt's ja nicht. Nix. Naja gut, möge es als Sinnbild stehen für das, was uns hier erwartet. Hängen wir unsere Urkunde halt übers Klo. So, ihre Yogamatte, die kann die da unten drunter? Moment, muss mal groß machen. Nee, natürlich nicht. Na gut, unter dem Bett kann man sie verstauen. Das ist okay. Sehen, wie viele Bügel hier noch kommen. Eine Handtasche.
Jetzt geht's los. Okay. Also, sie ist jetzt 26 Jahre alt, mutmaßlich. Noch mal rechnen. 27. Ja, 26, 27 Jahre alt. Okay, also sie wird erwachsen. Ja, arbeitet immer noch, aber im Burgerladen um die Ecke als. Vielleicht ist das ihr Beruf. Vielleicht ist es auch ihr Beruf. Und sie hat ihren Traum. An den Nagel gehängt. Jetzt rennt sie halt Mini absetzen durch die Gegend und hat ihre Stiefel sind nicht mehr da. Stiefel sind nicht da. Ihre Stiefel sind nicht da. Das Frisbee ist nicht da. Diese komische Tasche ist nicht mehr da, von der ich nicht wusste, was es ist. Ihre Farben sind nicht mehr da. Ihr Rechner ist nicht da. Gut, der ist vielleicht auch mittlerweile einfach gestorben, so wie der aussah. So, jetzt müssen wir. Das woanders hingehen kann. Mir ist leid. Das legen wir einfach. Es ist egal. Sonst kriegen wir das ja nicht alles rein. So. Okay. Also soll heißen, wird aufgehört. Jetzt können wir die BHs hier noch reinpacken. Drei Stück. Drunter ihre Stifte rein, das war's. Kein Entwurf mehr. Okay. Also das sieht mir dann noch aus, sie zieht bei einem jungen Mann ein, verpackt den Rest ihres Lebens, nimmt noch ein paar Bücher mit, die sie interessieren. Die können wir eigentlich noch mal versuchen drüben unterzubringen, die sind ja zu wichtig. Da wird's nichts, da wird's auch nichts. Jetzt kriegen wir die nicht mal mehr in das Regal rein. Hier, selbst ihre ganzen Tabletop-Figuren sind alle weg. Oh, warte mal, die Hühnerfamilie können wir mal noch für am Nachttisch platzieren. Sehr viel mehr Platz hat sie ja nicht. Aber das finde ich jetzt nicht so. Und vor allen Dingen, sie malt nicht mehr, sie zeichnet nicht mehr. Hat nur noch so Relikte mit. Also können jetzt mit den Tools, die sie jetzt dabei hat, überhaupt nicht weiterarbeiten. Hat sich in das Sammeln von Hühnern vertieft. Hat ihre Konsolen mitgenommen. Gut, das ist anschlussfähig. Und hat neu angefangen, Gitarre zu spielen. Aber sie malt nicht mehr. Dafür arbeitet sie in der Burgerbude. Das finde ich nicht sehr, sehr befriedigend. So, und jetzt versuche ich hier in dem Schrank meine Sachen unterzubringen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich muss mal kurz auf. So, das sind Löffel. Keine Ahnung, was das alles ist hier. Okay. Das hatte sie vorher alles nicht. Salz. Okay, Olivenöl. Ein Balsamico. Ah, das hat sie aus Italien mitgebracht. Schön, 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 schön. Die Gewürze.
Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ah, hier sind ihre Italienbilder. Und da kommt noch ein neues dazu. Moment, das gucken wir uns gleich mal genauer an. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah! Frau, Mann, keine Ahnung, Freundin. Also Menschen. Ihr Foto aus Venedig und ihr Foto aus Rom. Haben einen Dosenöffner, das ist alles. Das sind Gewürze und Balsamico und Olivenöl. Passend zu ihrem Italienurlaub. Genau, zu ihrer Italienreise, das hat sie also mitgebracht. So, schauen wir mal weiter. Ein Wasserkocher, ein Schnellkochtopf, der große Topf, der schon die ganze Zeit mit umzieht, das Spaghetti-Sieb. Das war übrigens auch neu mit nach Italien. Genau, das ist ein Laptop hat sie. Na, besser als gar nichts. Und wo soll ich den jetzt hin tun? Dein Laptop? Ah, leicht unter die Handelbank, ja? Bis der einzige Platz da bleibt. Unterm Bett. Ach, das sieht mir nicht aus. Ach, okay, sie zeichnet also noch. Ne, das ist nicht schön. Also sie zeichnen noch. Das ist was. Sie zeichnet also noch. Mal schauen, ob das da überhaupt richtig liegt. Kann falsch sein. Aber es scheint nicht mehr dieselbe Rolle. Dieselbe wichtige Bedeutung für sie zu haben wie noch bisher. Ihr ganzes Zeugs hat sie mitgebracht. Das muss gleich ins Bad. Ah, der Kühlschrankmagnet. Noch einer. Toaster. Also sie hat neue Toastergeräte. So, die Kühlschrankmagneten sind wichtig. Die müssen hier ran. So. Gut, dann versuchen wir mal das Zeug hier unterzubringen. Das wird gar nicht so einfach sein. Die Küchenwaage. Dann passt doch der Wasserkocher daneben und vorn ran passt der Toaster. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo Platz ist für Töpfe. Wo soll ich denn die Töpfe hinstellen? Die Kupfer. Natürlich, die Kupferpfannen. Ich koche aber eine Kupferpfanne. Na gut, Spaghetti-Sieb daneben, du hast es so geholt. Typ. Kann ich den Herd anmachen? Nee, kann ich nicht. So, das ist voll. Also wirklich nur das Designerzeug, was hier liegt. Hier alles abgestimmt. Eine Knoblauchpresse. Also, Italien hat schon mächtig Eindruck auf sie gemacht, würde ich sagen. Wo soll ich diese Flasche hinstellen? Das ist doch Mist, Leute. Das ist doch einfach nur Mist. Von ihren kaputten Tassen hat sie gar nichts mitgebracht. Also von ihrer ganzen, das ganze Sammelsurium, da ist nichts da. Zucker hat sie mitgebracht. Und diese komische, da stelle ich die Flasche rein. So, die Gewürze, die können wir ja wohl hier davor stehen lassen, wo sie hingehören. Und die Löffel, wo tue ich die hin? Ach, die tun wir einfach damit rein. Reinramschen. Ist eh egal. Ist eh zum Davonlaufen, diese Wohnung. Was ist das? Das passt ja alles überhaupt nicht mehr hin. Das ist alles voll. Kann ich das hier zumachen?
So, nee, komm. Will ich ja nicht wegräumen, das passt schon so. Das machen wir da rein. Nee, irgendwie ein bisschen vergeht mir die Lust hier überhaupt noch weiter auszupacken. Das ist zwar alles durchgestylt, aber für sie ist kein Platz in dieser Wohnung. Das ist alles fertig. Hier, der riesen Kamm. Wer braucht denn so einen riesen Kamm? Spülung, Rasierzeug. So, beschränk dich mal ein bisschen mit deinem Platz. So, jetzt geht's dann nämlich los. Jetzt müssen wir diese ganzen Kosmetikartikel hier auspacken. Ah, der hat noch nicht mal mehr. Der Nagelschneider. Rasierer. Traut man sich gar nicht, den ins Regal zu legen hier. Mach ich trotzdem. Alternativ. So, bitteschön. So. Nummer 1. Keine Ahnung, was das ist. Stellen wir hier hin. Das kann ich gar nicht leiden. Naja. So. Ah, das ist eine neue Pflegeserie für die Dusche. Und so ein bisschen mehr. Nochmal gucken. Ein Kletteisen für die Haare. Das heißt, sie hatte Locken. Betonung liegt auf hatte. Geht natürlich nicht da rein. Ist klar, weil hier die Salbe liegt wie ein Kletteisen. Kriegen wir das überhaupt noch in die Küche, das Gerät? Ja, Waffeleisen. Da scheint sie echt mit einer Affenliebe dran zu hängen. Komm, dann musst du halt die Teller mal aufeinander stellen. Wie wär's denn? Das gibt's ja nicht. So. Tür zu. Nee, das macht keinen Spaß, hier nur einzuräumen. Das macht keinen Spaß. Okay. Guck mal, war das so viel? Kann's jetzt nicht mehr sein. So. Dann haben wir ein Parfüm. Eine Haarbürste, eine schöne. Das Notfallset. Und eine Seife. Und das war's. Okay, gut. Also dann schauen wir mal. Okay, das finde ich blöd, dass ich das da hingestellt habe. Was soll ich denn das da hinstellen? So, kann ich nicht öffnen. Kommt das in die. Nee. Na, was soll ich das hinstellen, das Gerät? Ist alles voll hier. Da kann ich es nicht reinstellen, dafür ist es zu groß. So, na, da muss man ja mal noch ein bisschen. So. Dann versuchen wir mal das ganze Zeugs da reinzubringen. So, na, das sieht doch ganz gut aus. Ja, klar darf ich das Bild nicht aufhängen. Was soll ich denn da einhängen? Gib mir doch mal einen Tipp.
willst mir jetzt nicht erzählen, dass ich das hier unter das Bild, unter das Bett legen soll. Das ist Ihr Schreibtisch. Na, alles klar. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Soll ich die Stifte auch wieder rausnehmen? Okay. Dann kann sie ihren Nachttisch als Vollmond mit ihrem Elektromist. Hat aber keinen Platz für ihre persönlichen Dinge. Nee, das ist nicht schön, das gefällt mir nicht. So, können wir ihren Kalender noch damit unten reinstellen. Wo soll sie jetzt ihre Gitarre hinlegen? Etwas schön da oben aufs Regal. Nee, das kann man schön vergessen. Ist ja deine ganzen, dein Sandbillard oder was es ist. Und dein Transistorradio kannst du schön da oben hinstellen. So. Braucht kein Mensch. So, dann stelle ich meinetwegen ja diese Würfel daneben. Ah, die Gitarre kommt hier hin. Meine Erinnerungsstücke auch. So. Klar, im Nachttisch liegen sie richtig, die Stifte. Okay, also das finde ich wirklich bitter, das hier einräumen zu müssen. Was soll ich denn das hinlegen? Auf den Tisch? Okay. Damit kann ich leben. Und das hier, was ist das? Das kann ich ganz schlecht zuordnen. Weiß ich, erkenne ich noch nicht mal, was das ist. Da ist falsch. Da ist falsch. Okay, das scheint zu gehen, aber was ist denn das? Das sieht doch aus wie ein Zeichentablett. Oder ist das eine Waage? Also in der Küche ist es richtig, offenbar. Dann ist vielleicht eine Waage, also ohne dass man es gut erkennen würde. Okay, das ist fertig. Und jetzt bleibt noch mein Bild. Wie soll ich denn das hinhängen? Das ist nicht euer Ernst. Okay. Also unsere Protagonistin ist jetzt
26 Jahre alt, hat offenbar nach ihrem Studium, wobei noch gar nicht wissen, was sie studiert hat überhaupt, ja, also sich ist mit 23 nochmal umgezogen in eine schöne größere Wohnung, hat ein Arbeitszimmer und hat an ihren Entwürfen gebastelt, hat möglicherweise auch dafür eine Auszeichnung bekommen und zieht jetzt hier in die Wohnung eines jungen Mannes, also mit 26 ein und zieht zwischen seine Sachen. Also wir haben relativ wenig Möglichkeiten, unsere Dinge hier mit einzubringen. Es ist alles fertig. Wir heften hier so ein paar bunte Kühlschranksticker an. Die Italienreise scheint nachhaltig Eindruck auf sie gemacht zu haben. Also das heißt, sie hat ein Spaghetti-Sieb, sie hat alle Utensilien da, um Pasta zu machen. Sie hat Olivenöl und Balsamico da. Hat angefangen, Gitarre zu spielen, ist aber auch nicht mehr gereist. Also das heißt, sie hat eigentlich von 23 bis 26 nicht so den großen Sprung gemacht. Ihr Rechner ist weg und stattdessen hat sie jetzt ihr Notebook und kann sich jetzt hier im Schlafzimmer einrichten, um kreativ zu sein. Dabei hat sie aber noch einen Nebenjob, ne? Also das heißt, ihr Neben- oder vielleicht ist es auch ein richtiger Job, also in der Gastro. Das ist nicht sehr schön, aber okay, ist eine Station. Wir schauen jetzt mal, wie sie das Ganze abschließen, mit welchen Kommentaren. Da gibt es kaum genug Platz für eine Person. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja, genau das ist der Punkt. Was sagt sie zum Wohnzimmer? Bei ihm ein. Das macht alles irgendwie gleich ernster. Naja. Vor allen Dingen macht erstmal die Sachen enger, würde ich sagen. Ja, hat auch was Gutes. Also das heißt, er kocht natürlich. Kocht Espresso, Kaffee hier. Und das passt ja zu ihrer Vorliebe für Italien. Also vielleicht sind die Musik und der Kaffee das, was sie zusammenbringt. Das wäre ja immerhin schon mal was. Also, okay. Was hat sie zum Bad zu sagen? Das Ganze kommt gut an. Okay. Also, ich würde sagen, so weit, so erschreckend. Ja, aber vielleicht, man muss ja kleiner ziehen, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, sich so auszubreiten. Und sie wohnen halt in der Stadt. Okay. Das war das Jahr 2010. In Unpacking. Unsere Protagonistin ist jetzt 26 Jahre alt. Mir gefällt der Ausgang im Moment der Geschichte nicht ganz so gut. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir sie weiter dabei begleitet hätten, dass sie entweder viel reist. Ich war gespannt drauf, wie die neuen Entwürfe aussehen, von denen kein einziger mehr in dieser Wohnung zu sehen ist. Ihre Auszeichnung, die sie bekommen hat, darf ich unter das Bett legen, ist der einzige Platz in dieser Wohnung, der dafür bleibt. Aber sie hat ihre ganzen Entwürfe mitgenommen. Sie hat ihre ganzen, und das goldene Ringbuch hat sie mitgenommen. Und sie entwickelt ein Fable für das italienische Leben und Essen. Also sie kocht gern Pasta, trinkt gern Kaffee, was sie mit ihrem Partner offensichtlich gemein hat. Vielleicht machen sie gemeinsam Musik oder sie lernt Gitarre zu spielen für ihn oder für sich. Sie teilen ein gemeinsames Hobby, das Videospielen. Ah, irgendwie passt das schon vielleicht. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so
nicht so begeistert von dem, was ich jetzt gesehen habe. Aber vielleicht ist es auch ein notwendiger Kompromiss, den sie eingeht, um mit ihm zusammenleben zu können. Ja, sei es drum. Das war das Jahr 2010. Und die dritte Folge von Unpacking. Natürlich wieder weit über die 30 Minuten hinaus, aber gut, jetzt haben wir die Wohnung abgeschlossen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. In der vierten Folge Unpacking, bin auch gespannt, in welchem Jahr und was passiert. Also ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwie wieder anfängt zu malen, zu zeichnen, auf dem Weg weiterzugehen. Mal sehen, was die Dinge beim nächsten Mal erzählen. Also bis dahin, ciao.